Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem NoGuys-Kanal. Heute wollen wir ein bisschen Highlander spielen. Kurze Erklärung, Highlander ist ein 100-Karten-Singleton-Format. Das bedeutet, wir spielen 100 Karten. Jede Karte darf nur einmal im Deck vertreten sein, außer natürlich Standardländer. Und wir spielen das Best of Three ohne Sideboard, wodurch Companions schon mal komplett rausfallen. Ja, das war's eigentlich zum Format selber. Ich werde gleich eine, zwei, drei, keine Ahnung wie viele Runden gegen den Markus spielen, der bei uns auf dem Discord ist. Also wer Lust hat, Highlander zu spielen, kann gerne auf unseren Discord kommen. Alle 2 Wochen machen wir auch ein Turnier. Und ich wollte euch kurz so etwas Ähnliches wie ein Deck-Tag bieten. Das Problem ist, es sind 100 Karten. Ich werde nicht jede dieser 100 Karten durchgehen. Oder sagen wir mal, es sind circa 60 Karten ohne die Länder. Und deswegen werde ich nur kurz generell was zum Grull-Archetyp sagen. Ich halte Grull für eins der stärkeren Agro-Decks in unserem Format, auch wenn unsere Testmenge noch verhältnismäßig klein ist. Grull überzeugt eben hier durch seine Agro-Stärke mit relativ starken Karten bereits im Ein-Mana-Slot. Wir haben hier Pelzsammler, der später ziemlich groß wird, Leonova-Elf, der uns im Mana rammt, aber eben auch sehr, sehr starke Mid-Game-Karten. Ich suche gleich mal ein paar Beispiele raus. Also im 2-Mana-Slot haben wir natürlich auch ein paar Sachen aus Historic Anthology, wie Fauna-Schamanen, die uns gezielt Karten raussucht. Handwerker des Bösen, der einfach generell eine ziemlich starke Karte ist. Galia können wir hier drin spielen, sehr aggressive Karte, die auch Card Advantage erzeugt. Ähnlich ist es mit Bestehler der Reichen, ebenfalls Card Advantage bereits im 2-Mana-Slot. Und das obwohl wir angreifen, dann haben wir auch immer wieder Ramp. Wir haben einfach sehr effektive Kreaturen in Grün. In Rot haben wir jetzt hier noch Removal Spells mit Hinterhalt, Lavaschlinge, Blitzeinschlag. Ich glaube, Grull bietet einfach eine gute Kombination aus starken Einzelkarten, aber auch guten Removal. Und zwar sowohl in Grün als auch in Rot. Denn in Grün haben wir einiges an coolen Removal Spells und Fight Spells. Mal gucken, ob ich jetzt hier gerade noch einen finde. Wir haben natürlich die Abenteuerkarten, die uns einen Vorteil verschaffen, weil sie ja im Grunde 2 Spells sind. Hier Verliebtes Biest, Knochenmalmer Riese, Funkenhort, Schildbrecher. Wir haben die Möglichkeit, Klofis zu spielen. Wir haben im 3-Mana-Slot, also überhaupt nicht nur im 3-Mana-Slot, sondern hier über den 3-5-Mana-Slot, bis 6-Mana-Slot haben wir einen Haufen an starken Planeswalkern, die unseren Plan unterstützen. Wir haben so ziemlich alle Varianten von Vivien hier drin. Vivien Beschützerin der Wildnis, Vivien Essenzbogenjägerin, Vivien Reed, Vivien Fürsprecherin der Monster. Wir haben auch einen Haufen der Chandras hier. Chandra Feuerformerin als Card Advantage Engine, die kaum zu besiegen ist, weil der Gegner bis dahin wenig Lebenspunkte hat. Wir haben Sarkhan, also wir haben viele starke Einzelkarten und die Kombination ist halt einfach sehr, sehr mächtig. Natürlich verlieren wir gegen Midrange-Decks, die wenn wir sie nicht schnell genug besiegen, weil die auf Dauer mehr Vorteil und einfach mehr Card Advantage schaffen. So, die Deckliste kopiere ich euch unten rein und dann viel Spaß bei ein paar Runden Highlander. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem NoGuys-Kanal. Heute zocke ich etwas Highlander mit dem Markus. Meine Deckliste habt ihr ja eben schon im Intro gesehen. Der Fairness halber sage ich Markus auch kurz, was ich spiele. Wir spielen heute Grull. Eins meiner Meinung nach der stärksten Agro-Decks in unserem Format. Ja, Markus, was spielst du? Ich werde ein Reanimator-Deck spielen, vierfarbig, mit Grün, Schwarz, Blau, Weiß. Was darauf basiert, meine Karten größtenteils in den Friedhof zu bekommen und aus dem Friedhof dann halt wieder aufs Feld zu spielen. Bin ich gespannt. Vierfarbig mit der Mana-Base. Ich meine, wir haben ja jetzt die Triome. Die sind ja ganz cool, um sowas zu ermöglichen. Die sind auch übrigens strictly besser als die ganzen anderen Tapped Lands. Außer die halt einen Lebenspunkt geben. Also auch wenn ihr nur 2 der Farben habt, könnt ihr die in euren Highlander-Decks spielen. Denn im Gegensatz zu Formaten wie Commander oder Brawl ist es kein Problem, hier so ein Triom zu spielen, wenn ihr eine der Farben nicht habt. Die Hand werden wir halten. Ich habe schon gesehen, der Markus nimmt hier einen Mulligan.
Markus, was ist da los? Ist das Deck nicht 100% optimal konstruiert? Ich hatte so eine schöne Hand, aber ich hatte nur zwei Länder und da du schon angesagt hast, dass du cool spielst, dachte ich, mit zwei Ländern kommst du nicht schnell genug raus. Ach so, Angst, ja? Ja, da war ein bisschen Angst. Aber ist nicht schlimm, ich versuche mich einfach in der Front zu halten. Late Game regelt dann. Ja, also ich finde, Grull ist stark im Early bis Mid Game. Mhm. Viele starke Einzelthreads. Wir starten hier schon mit Bestehler der Reichen. Unser Gegner hatte uns hier. Hoho! Nice, Paradiesdruide. Die wäre schön gewesen beim vierfarbigen Deck, ne? Ja, die wäre schön gewesen. Ja, es tut mir fast leid. Ja, das glaube ich dir sogar. Findest du nicht cool? Nee, finde ich gar nicht cool. So, dann gucken wir doch mal. Trotz Mulligan hast du deine Handkarte mehr. Und ich würde sagen, wir spielen einfach mal deine Paradiesdruiden. Ja, danke. Ja, gern geschehen. Ich dachte, du willst, dass die Spiel sieht und ja. Du selber hattest ja jetzt leider nicht die Möglichkeit. Ich dachte, da helfe ich dir ein bisschen. Ich glaube, ich bin deine Karten zu zeigen. So, aber im Grunde sind wir für Grull hier gerade schon ein bisschen langsam. Gut ist für mich. Wir können jetzt überlegen, ob wir Double spellen oder einfach diese ziemlich gute Karte hier spielen. Ich würde sagen, wir greifen erstmal an und gucken, ob wir hier was von Markus klauen können. Er hat 6 Handkarten, wir haben 5. Das ist super für uns. Das geht nicht. Ich muss den Deck das machen. Das geht nicht. Er rammt uns. Ja. Das ist aber nett. Das ist ja, super nett. Danke. Sehr schlecht für Krul Aggro. Genau, also können wir gar nichts mit anfangen. Also dann double spellen wir jetzt halt mit der besseren Karte. Geil, jetzt hängt's hier bei mir. Na, geht wieder. Dann greifen wir aber nicht an. Guck mal, hast hier 2 Schaden erspart. Dann spielen wir hier Value, Wächterprojekt, Paradiesruiden. Oh. Ich hab schon gedacht, denkt der jetzt. der Plan war gut. Also normalerweise zieht euch Wächterprojekt, egal welche Karte ihr spielt, also egal welche Kreatur ihr spielt, eine Karte. Allerdings nicht, wenn ihr dem Gegner eine Paradiesdruidin geklaut habt und eine eigene Paradiesdruidin habt. Dafür ziehen wir dann jetzt mit der Karte hier. Ich denke nein. Oh. Ach du Hund. Okay, das haben wir echt. Das hab ich echt verhauen. Ist nicht mein Cast-Trigger, ne? Ja, aber dafür hast du jetzt einen Haster und Mana ohne Ende. Ja, und ich kann ja halt einfach aufs Maul hauen. Mhm. Das ist schon heftig. Ja. Kriegsfürstin Ratha ist ziemlich cool. Sorgt für einen ziemlichen Mana-Boost. Ist eine 3-4 Eile-Kreatur. Finde ich eine super coole Karte. Also wir kriegen da ein Mana für jede angreifende Kreatur, also immer mindestens ein. Das ermöglicht es uns sehr schnell zu Double-Spellen. Einfach eine schöne Karte. Wir legen jetzt glühende Ranken raus, um den Gegner zu bestrafen, wenn er hier irgendwas an Spells probiert und eventuell Enchantments zu vernichten. Das war schlecht. Also das ist so eine Allround-Antwort. Ist ganz nice gegen Control. Wir werden aber auch eine Menge wichtiger Enchantments los, die sonst zu Problemen werden könnten. Und wir haben jetzt Board, eine Handkarte und glühende Funken. Das ist alles ziemlich gut für uns. Wir haben 7 Schaden auf dem Board, was sehr stark ist. Und deswegen würde ich vorschlagen, wir gehen erstmal in unseren Zug. An Mana mangelt es uns ja nicht. Und gucken mal, wie der Markus sich hier verteidigen will. Ich muss blocken. Ich hätte eben ein weißes Mana gebraucht, aber es wollte nicht. Ja, Mass Removal. Nee, das hab ich leider auch nicht. Wäre auch ganz nice. Ja, GG. Ja, hier mit Doppelparadiesruiden. Ja.
Nur meine Paradies-Druidin hat das Spiel gewonnen für dich. Ja, Oh ich bin ein Mann. bisschen ausgeflattet. So, wir spielen natürlich ohne Sideboard, also geht es direkt weiter. Ich muss mal kurz nebenher gucken. Man probiert hartnäckig, mich anzurufen. Ich muss mal kurz schreiben, dass wir das später machen. Oh, das sieht schon ein bisschen besser aus. Sehr langsam, aber besser. Sehr langsam ist genau, was ich hören möchte. Eigentlich coole Karten, aber uns fehlt ein Two-Drop. Alles schöne Karten, aber uns fehlen Länder. Ja, nice. Ja, das sieht kacke aus. Jetzt müssen wir überlegen. Das bringt uns nicht viel. Das bringt uns nicht viel. Wir spielen jetzt nur darauf, dass unser Mein Deck Gegner so langsam anfängt. ist. Okay, wir haben noch eine Runde, um ein Land zu finden. Aber wenn wir jetzt ein Land finden, könnten wir uns stabilisieren. Ui, das ist ein guter Start für ein Reanimator-Deck. Direkt mal drei Karten auf den Friedhof, aber kein Reanimationsziel. Boah, das Artwork ist schon ziemlich nice. Ich finde diese Comic-Style-Artworks Ja, die ziemlich cool. sind mega. Hat ein paar Gold gekostet, aber hat sich rentiert. Ich habe die das Festival hier gezockt, um die anderen Commons oder Uncommons-Artworks zu bekommen. Die sind schon ziemlich nice. Jetzt muss man nur Auf Decks jeden finden, wo Fall. man die spielen kann. Aber wird auf jeden Fall den Draft verschönern. Ich habe gestern einen gemacht. Ich habe ein Ja, Starterdeck gekauft. das ist im Grunde gelaufen. Ich probiere es noch. Vielleicht kannst du von deinem Deck ein bisschen was zeigen. 90% Hätte ich mal die meiner Hand erste sind Hand Länder. gehalten. Ja, hätte ich mal die erste Hand gehalten. Da waren drei Länder, aber ich hätte halt erst in Runde 3 begonnen. Das erschien mir nicht aggressiv genug. Und dass ich jetzt hier natürlich zweimal One-Länder gezogen habe, war nicht so dolle. Na, na, na? Da ist ein, da ist ein. Ja, das, was ein Gebirge war, war auch ganz gut. Ich hoffe doch, dass jetzt für diese Runde mein Game Finisher jetzt aufs Board kommt. Das hoffe ich doch nicht. Die geht hoch auf 4 direkt, ne? Könnt ihr denn da haben? Ja, mache ich mal lieber Reach. Ja, das sieht schon nach dem Finisher aus, muss man ganz klar so sagen. Okay, wir spielen jetzt hier High Quality Shump locker. Aber jede Runde einen 3-3er mit unserem Board State kommen wir wahrscheinlich nicht gegen an. Sehr starke neue Karte. Ja, Ist auch hier mega. im Deck. Ja, es ist ja ein Just for Fun Spiel. Das bedeutet, ich spiele bis zum bitteren Ende. Ich hätte erwartet, dass du Mit mit der beiden Angriffen. Liefer. Ja. Ja, Dann aber hätte ich wahrscheinlich geschumpblockt. ich hab halt ein bisschen Angst, dass du irgendwie meine Vivien wegkriegst und die brauche ich für Ja. meinen nächsten Zug. Ein bisschen die Hoffnung, dass ich deine Vivien wegkriege. Guck mal, mit so wenig Ländern hast du schon so viele Karten auf dem Board. Schon ist gut. Meine Hand ist mega und ich würde ganz Was? gerne eine dieser wunderschönen Karten, also ich würde ganz gerne mehrere dieser wunderschönen Karten spielen. Oh! Direkt into Tassa, oder? Das ist auch ein Agent Vivien Tassa, richtig? So richtig dreckig. Ja, natürlich. Talk dirty to me. Fassa Agent. Ja. So, ich habe gesagt, ich spiele bis zum bitteren Ende. Das ist das bittere Ende. Und das
Ja, Wenn es ist ich es eine nice nicht Kombo. schaffe, erzähle ich dir gleich mal eine schöne Combo, die ich heute gespielt habe, die mir dann Turn 6 das Spiel direkt gewonnen hat. Das hat sehr Spaß gemacht. Aber die hältst Oder du soll so ich es lange dir noch jetzt geheim, ja? verraten? Ja, soll ich es geheim halten? Ja, halt sie erstmal noch geheim, kannst du mir gleich erzählen. So, weil ich keine Lust habe, wieder screw zu gehen, gehen wir potenziell lieber flooded und halten das. Keine Lust auf irgendwelche Non-Games hier. Sehr starker Two-Drop. Und sehr schöner Free-Drop. Gegner ist hier schon wieder am Mullen. Am Mulen. Das hier ist sehr, sehr schlecht. Oh, das ist aber nicht gut. Ich weiß. Können wir vielleicht gleich noch eine Runde mit Mono Black hinterher hinten dranhängen, wenn du willst. Ja, cool, Akro war auch wieder echt gemein von dir. Obwohl ich sagen muss, ich habe gegen Goblins gewonnen. Also da habe ich mich schon relativ gefreut, weil das recht aggressiv war, wie er gespielt hat. Ja, ja gut. Gegen mein Deck. Goblins kannst du ja Aber auch schlecht nicht aggressiv spielen, ne? oh, wir kennen jemanden, der es schafft. Ach, jetzt habe ich. Oh ne, das war geil. Das ist auch ein super Land, ne? Ja, wenn du ein Creature Heavy Deck hast, muss man überlegen, das habe ich tatsächlich hier noch nicht drin. Aber Ist halt das hilft einfach mir halt dumm. gar nicht, die Planeswalker zu casten, ne? Nee, das Und hier stimmt. sind viele Planeswalker drin. Und die willst du schon Turn 4, Turn 5, Turn 6 haben. Schöne Karte. Ja, definitiv schöne Karte. Ich gehe davon aus, dass sie auch in deinem Deck drin ist. So eine Lieferantin hier zu opfern. Ja, oh ja. Ich gehe davon aus, du spielst. Ah, ich wollte gerade sagen, ich gehe davon aus, du spielst Fauna-Schamanin. Guck ich in deinen Friedhof, da liegt sie. Ich hatte gestern einen Ja. Fiend-Artisan 2020 auf dem Board. Ja, guck mal, ich werde jetzt mal eine quasi Hate-Karte gegen dich spielen. Ich spiele mal Clovis, Das ist die jede Runde schlecht. eine deiner Reanimator-Targets aus deinem Friedhof rausholt. Ja, das ist nicht schön von dir. Diese Karte hier übrigens aus Historic Anthology, eins oder zwei, ist super geil. Die habe ich schon damals im Valakut-Matchup gerne gespielt. Im Welche? Zendikar-Standard. Ja, das siehst du gleich, wenn ich nichts Besseres ziehe. Ach so, du hast sie auf der Hand. Ich dachte gerade, ich habe gerade auf dem Board geguckt, denke, welche soll das sein? So, wir bezahlen den Bonus und werfen dem Gegner mal eine Ah, ganze Runde zurück. das ist schlecht. Und wir hindern ihn dadurch, dass wir hier das Nicht-Ziggurat töten, eigentlich daran, in den nächsten Runden irgendwas mit Spells zu machen. Das war wirklich Weil sehr, er sehr hat jetzt wirklich schlecht. nur ein Mana für Zauber. Wir werden also nur mit Kreaturen zu tun haben. Er ist vom Mana her eine ganze Runde zurück. Ist noch kein Blau zu sehen auf seiner Hand. Sich tatsächlich machen, ne? Oh, und jetzt gleich kommt. Also hierbei hätte ich ganz gerne echt mal meine Deckliste an der Seite für das Format. Ja, beziehungsweise jetzt hat es sich erledigt mit der Hydra. Sehr schön. Sehr schön. Die Karte habe ich tatsächlich in dem Deck noch gar nicht gezogen, seit ich sie reingetan habe. Aber von der bin ich ein großer Fan. So. So. Die Chandra ist so schwierig wegzubekommen, ohne dabei zu sterben. Ja, ich frage mich jetzt einfach gerade, was macht mir mehr Angst, die Chandra oder der Klotis? Der Goblin-Ruinenzerstörer. Nö, der macht mir keine Angst. Warum nicht? Ja, weil du dem nichts mehr machst. Doch, deine Hydra blocken. Wie kannst du denn Clovis zerstören? Den kann ich nicht zerstören. Ach so, das hörte sich so an.
Achso, ja, dann wirst du wahrscheinlich hier einen Oblivion Ring oder sowas haben. Ja, das klingt nach Cage des Hierophanten, Bann des Licht oder einer ähnlichen Karte. Obwohl ich glaube, dass der Cage des Hierophanten tatsächlich nur Kreaturen anwählen kann. Echt schlecht. Muss ich so machen. Schade. Schade, schade, schade. So, ich würde sagen, wir gucken mal, ob ich was Ach von dir nein. casten kann. Das ist hier der Suicide-Angriff. Was habe ich da gesehen? Was ist das? Nichts, ne? Ach, fuck, Torplatz. Das sah so eine Kreatur aus. Ah, schade. Ich hätte gern so ein 5-Mana-Spell Das ist gefunden. natürlich ein sehr nicer Draw. Na, das wollte ich nicht hören. Oh, ey, du spielst auch kein Deck ohne den, ne? Nee, das geht nicht. Das ist die erste Karte, die Ja, reinkommt ich merk's. Lass mich raten, immer. Field of the Dead. Natürlich. Jetzt find ich's etwas schade, den Goblin-Ruinenzerstörer schon verwendet zu haben. Ja, ne? Aber du wirst in dem Deck immerhin nicht in der Lage sein, den anderen Effekt zu nutzen. Welchen anderen Effekt? Ja, den von Golos. Ach so. Aber ich habe blau, grün, Ja, du hast schwarz. aber noch kein Rot. Und Hab noch kein Ziggurat Rot. kannst du nicht verwenden dafür. Aber ist kein Problem. Das kriegen wir schon hin. So, ich brauche hier langsam mal was. Irgendwas an Value. Ich kann das mit dem Deck so ja nicht stehen lassen. Oh ja, genau. Was brauche ich denn hier? Ja, das ist nicht wirklich meine Rettung hier. Oh, das hier sieht doch schon wieder ganz, ganz anders aus jetzt. Ja, finde ich nicht so geil. Exile schön meine Karten, ey, wenn dir das gefällt. Ja, ich habe das Gefühl, ich müsste eher was gegen das Board unternehmen. Die Frage, ob ich dich einfach noch mit Klofis töten kann. Da haben wir gleich Rot. Na, sag bloß, dass Das irgendwo ist ja. einen Mountain drin, nur wegen Golos. Natürlich. Ist Ja, ich das habe greedy? Oh, ich freue mich auf deine Starthände, die du mullen musst, weil du drei Länder hast, aber eins davon ist ein Mountain, eins ist farblos, das andere ist ein Ziggurat. Oh, ist die Mana Base greedy. Oh ja, fuck it, noch Sonnenschein, aber sie funktioniert immer. Ja. Bist am Cheaten, ne? Ich hatte bis jetzt eigentlich kaum Spiele, wo ich Turn 7 nicht Golos, also mit dem siebten Land Turn Golos nicht aktivieren konnte. Oh, lächerlich. Aber wir machen Na mal gut. so. Zeig mal ein bisschen was. Was ist das? Kiora? Nee. Oh, Teferi. Ja, gönn dir. Ja, ich würde sagen, wir ziehen hier noch eine Karte, gucken mal, was das wird. Und dann muss ich wohl sagen, dass Markus die Runde gewonnen hat. Ja, das hätte ich doch Aber gern. ich würde sagen, danach packe ich nochmal Mono Schwarz aus und wir zocken einfach noch eine Runde. Wir zocken noch eine Runde. GG. Hier. GG. GG. Niederlage. Wie bei mir stand Victory. Falls ihr übrigens auch Bock habt, mit uns Highlander zu spielen, ich verlinke euch den Discord in der Videobeschreibung. Wir machen auch alle 2 Wochen ein Highlander-Turnier. Ich glaube, das nächste ist am 30. oder so. Ja, 30.05. Ist das ein Sonntag?
Ist ein Sonntag, ja. Ja, okay. Also in der Regel immer sonntags. Das hat sich Nee, das ist ein angeboten. Samstag, hä? Nee, das kann ja nicht sein. Wir haben bisher immer Sonntag gehabt. Und Ja, Samstag weiß ich nämlich auch nicht, ob ich kann. ich muss mal. Nee, wir werden das nicht samstags Nee, machen. nee, Ich muss wir dann. machen das immer Sonntag. Also wahrscheinlich gibt es einen 31. Mai? Ja, gibt's, ne? Ja. Naja. Okay. Wo kann ich denn das hier sehen? Angepinnte Sachen oder wo hat das hingeschmissen? Weiß ich gerade gar nicht. Ah, er hat doch gar keine Ankündigung gemacht, sehe ich. Ah doch, ne, 31.5. Wir waren falsch. Jo, Wollte schon 31.05. sagen. Ja, Unser auf jeden Fall am Koordinator sagt es falsch. 31.05. Am 31.05. haben wir dann unser nächstes Turnier. Und dann vermutlich 2 Wochen später am Sonntag wieder. Wir sind aktuell immer so 8 Leute. Wir würden uns natürlich freuen, wenn das deutlich mehr werden. Je mehr, desto besser. Böse Hand. Irgendwie zieht sich die Hand schon aggressiver als Grull. Das ist interessant. halte ich. Das ist eine schöne Hand. Die Frage ist, womit wir starten. Ich würde sagen, wir starten hiermit. Beziehungsweise wir starten mit dem Land und dann starten wir damit. Oh, die Schön. Triome sehen einfach nice aus. Übrigens für Mono Schwarz kannst du ja jetzt nicht mehr ändern, falls du es nicht drin hast. Gibt es ein so krasses Land, was mich eben einfach fast gekillt hätte? Welches? Bujukabok? Ja, genau. Boah. Ja, ist Legt in mein Gegner jedem hin, ja. meiner Commander-Decks drin. Ich denke so, oh nein, ey, Und ich muss müsste auch auch in noch der rein Liste tun. sein. Ja, Bujukabok ist halt einfach super. Außerdem, einige der Historic Anthology-Karten, also recht viele sogar, sind halt einfach Common oder Uncommon. Und mega einfach zu craften. Ich habe ja Ja. irgendwie. Ich habe 300 Common, 300 Uncommon Wildcards. Mal gerade Denke, jeder, rechnen. der schon eine Weile spielt, hat auch die en masse rumliegen. Die, dann habe ich das. Ich brauche auf jeden Fall. Ja, da muss ich die legen. Dann nehme ich jetzt erstmal Schaden. Ja, Oh, dann nimmt er ist gut. Schaden, hört sich gut an. Ja, das glaube ich dir. Ich habe die ganze Zeit bei dem Deck hier halt noch versucht, irgendwie an Leben zu kommen, wo man permanent Leben bekommt. Ja. Ist recht schwierig. Ich müsste den Speer reintun, aber den muss er halt auch erstmal ziehen, ne? Hier Daher den, weiß wie ich noch heißt der? nicht. Todesspeer? Oder wie? Nee, wie heißt der? Shadow Spear. Shadow Spear. Ja, quasi Todesstern. Irgendwie sowas. Hier, Angriff der 1-1er. Ist natürlich jetzt hart. Ich bin ja schon auf 15. Nicht das falsche Land rausnehmen. Schon auf 15. Also Tatsächlich habe ich gerade. eigentlich läuft normalerweise Groll aggressiver als das Deck. So. Verlassenes Heiligtum. Ich hoffe, du hast auch die Variante mit einem Lebenspunkt drin. Denn sonst ist das ja einfach schlechter. Ui, plötzliche Stille. Er denkt. So, den Zug jetzt nachdenken, was ich hier mache. Ich habe Nee, lass es da lieber. Einfach drauf los. Komm. gar Einfach nicht drauf los. alles. Nee, nee, nee. Das Doch, doch. passt schon. Doch, Ist alles doch. gut. Nee, nee. Alles gut. Ich habe alle Farben, die ich Du brauche. brauchst hier nicht nachdenken. Bin mega zufrieden gerade. Ich nehme da noch mal 4 Schaden. Und dann geht die auf 4, nehme ich 3 Schaden. Wie mache ich das jetzt? Ich gebe ab. Das klingt gut. Oh, das war ein guter Draw. Ja, Und ich würde sagen, wir greifen jetzt einfach mal an. Machen hier ein bisschen Schaden und gucken mal, was wir für Free Drops im Deck haben. Automatisch bezahlen. Wir opfern den totgeweihten Abtrünnigen, kriegen einen 2-2er Zombie. wen auch sonst. Upgrade. Er war dem Tode geweiht. Und So. direkt mal Und jetzt haben zwei wir damit. erstmal viel zu viel Auswahl. Sowas hier finde ich ganz interessant. Gucken wir gleich mal. Das ist natürlich auch mit unserer Handkarte sehr schön. Also mit der da. Das schützt uns ein bisschen vor Removal. Wir haben jetzt natürlich eine Riesenauswahl.
Wir spielen mal auf. Ja, wir spielen hier Mono Black, ne? Also Oh, Ayara. nein, nein. Doch, doch. Nein. Oh, wie verzweifelt am Umwandeln. Da passiert irgendwie nichts bei dir. Was tust du? Machen soll. Rechts oben, da ist so ein Zahnrad. Wenn du da drauf drückst, da kannst du conceden. Kommen wir nicht so. Aber auf jeden Fall. Da muss ich hart payen, das ist krass. Uiuiuiuiui. Was kommt jetzt? Ja, Will ich das ungern so überzeugt mich noch spielen? nicht. Naja, hier kommt auch nichts Überzeugendes. Ich will ungern so spielen, ich muss aber. Oh, ich habe noch eine gute Karte, die ich hier rein tun muss, ja. Die hätte nämlich jetzt erstmal geregelt. Oh. War Ja, dann das? kriegst du jetzt erstmal 10 Schaden. Ja. Na, im Das Herzen bin ich Tackergold halt hat doch jetzt irgendwie ein gebraucht. Mono-Schwarz-Spieler, auch wenn ich glaube, dass Grull das bessere Deck ist. Ah, spiele ich beim nächsten Turnier doch wieder Mono-Schwarz? Das bockt schon irgendwie. Außerdem habe ich jetzt einen Obliterator im Deck. Der ist natürlich auch ziemlicher Grund für Mono-Schwarz. Hatte ich noch nicht Kann einmal man auf dem das? Feld. Boah, das wäre natürlich echt krass, aber das kann ich nicht halten. Kann ich das halten? Eins, zwei, Die drei. Hand überzeugt mich nicht wirklich. Ich habe das Gefühl, hier ist kein Payoff drin. Das ist Das alles ist nur heftig, was ich so jetzt halten werde. lala. Ich verrate sie am Ende vom Spiel, wenn ich gewonnen habe, was ich hier gehalten habe, okay? Ja, One-Lander. Siebenmal One-Lander. Wir starten aggressiv mit dem Gossenknochen. Noch 10 Runden, dann bist du tot. Aktuelle Clock 10. Und Wumms. Baduz. 9. Acht. Ein halb. Ach, komm schon, ey. How about no? Todesberührung, Lebensverknüpfung. Ah, das ist ein Problem, da kümmere ich mich später drum. Da wird es Schiffbruch schwer. erleiden ist ziemlich bitter für mich, deswegen. Ja, ist halt echt blöd, dass du diese Karte gesehen hast. Ja, das war dein Keep, ne? Das war. Ich habe Schiffbruch erleiden und hoffe, dass das reicht, richtig? So ungefähr war das auch. Vor Ort mache ich jetzt, muss ich den So. Opfer. Du bist auf einer 5-Runden-Clock. Ich würde die Vertraute des Kessels bouncen. Ich bounce gar keinen. Feigling. Ja, sein Ziel erreicht. Hier. Stirbt hier Feri. Stop that! So, und wir spielen Flieger, weil Biolante nicht fliegt. Da gab es jetzt auch alternative Artworks, ne? In diesem Comic-Style. Für die Viecher. Für die legendären Dinger. Das ist genau die falsche Karte, die ich hier auf der Hand habe. Das hört sich doch richtig gut an. Ansichtssache. Muss jetzt einfach ein paar Runden warten, bis meine Zombie-Armee größer ist als dein Todesmonster da. Ja, kannst du ruhig machen. Das ist okay. Finde ich gar nicht. Du musst auf jeden Fall jetzt noch einmal Teferi angreifen. Ja. Und ich lege so lange mal diese Karte.
Ja, das ist okay. Und dann möchte ich live haben. Was volles Mana. Oh, keine Blocks. Ist nicht unbedingt, was ich hier sehen will. Ich bin völlig einverstanden. Immerhin steht jetzt 1-0 für dich. Na. Nee, finde ich nicht okay. Oh, diese Karte kommt perfekt. Ja, werfen wir den Gossenknochen wieder ab, holen wir uns gleich wieder. Synergie. Und da ist er wieder. Jetzt ist die Frage. Super gute Karte im Highlander. Greife erstmal an. Hier brauche ich nicht. Check ich dir. Ich brauche nur Mut. Wenn ich die spiele. Nö, dann machen wir den mal. Oh nein. Ich habe den komplett falschen Removal Spell auf der Hand. Ach, schön. Ja, du hast wahrscheinlich, wie heißt sie jetzt, die Non-Legendary tötet, ne? Vielleicht. Vielleicht nicht. Vielleicht fick dich. Vielleicht. Das habe ich jetzt nicht gehört. Aber ich fliege. Ja, kannst du doch ruhig. Ich brauche ganz schnell zwei Removal-Spells. Nein. Ja, doch. Ja. Ja, Teferi kennen wir schon. Möchtest du jetzt schon den Surrender-Button klicken oder soll Nee, ich? nicht. Ich warte noch darauf, dass du einen Fehler machst. Ich bin mir sicher, dass du das verkacken kannst. Ja? Ja. Ja? Ja, mach's falsch, komm. Das Lege zum ich einen Beispiel Schuh. war meiner Meinung nach falsch. Oh, Warum du hast du weißt nicht mal doch. einen 4-4er gebounced? Ach, das hier war schlecht. Weißt du, was ich jetzt gemacht habe, war schlecht. Ach, ärgerlich. Was denn? Ja, was ich gerade gemacht habe, war richtig dumm. Wirken als Verzauberung, WTF? Wirken als Verzauberung steht da. Das stimmt doch einfach überhaupt nicht. Hä? Sieht gut aus für dich. Ja, ich habe mir gerade ein Token versaut. Das war blöd. Das rettet mich nicht mehr. Good game, good game. Gut gehen. Oh, jetzt machst du aber nicht dasselbe wie gerade eben, bitte, ja? Kannst ja nicht einfach zweimal antäuschen, dass du hier verlierst und dann doch noch gewinnen. Das geht aber nicht. Das geht schon. Nee, finde ich voll nicht okay. Meine jetzige Bilanz ungeschlagen. Und ich möchte nicht, dass du die jetzt kaputt machst. Wie Das viele Deck ist Spiele hast du einfach mit nur dem Deck schon schön. gespielt? Ich will nicht lügen, aber das waren bestimmt schon 15. Und noch Ich habe nicht verloren? hab keinen, also ja, ich habe mal Ja, die einen Platz verloren. Einzelmatches. Ja, die hast du ja auch gegen Aber mich verloren. Aber noch kein Best of Three. im Spiel habe ich noch keins verloren, ne? Das wäre der Removal Spell, den wir eben gebraucht hätten. Das halten wir. Und tun das weg. Schlechter Draw. Gute Karte, schlechter Draw. Mist. Ja, yeah, Death Touch, kannst du auch schon nichts mehr gegen Ja, tun. auch sehr schlecht. Hier, yeah, Cable Coffers. Quasi. Und Card Draw. Ruinenplünderin. Wunderschöner Card Draw. Wenn wir eine Runde angegriffen haben, kriegen wir am Das Ende ist unseres okay. Zuges eine Karte. Und wir würden Schaden kriegen in Höhe der umgewandelten Mana-Kosten. Bei Ländern ist das 0. Und das sieht mir doch alles wunderschön aggressiv aus hier. Jetzt gucken wir erstmal, was unser Gegner hier machen kann. Markus, hier, nimm's. Nimm das. Ich nehme jetzt Sterbi. erstmal.
Vier Schaden ziehe ich mir rein. Ja, ausgezeichnet. Und wir machen hier mal mehr Board. Eine schöne Ja, ist wieder ein Kombination Buff. aus Death Touch und Menace, also quasi unblockbar. Jetzt ziehen wir noch eine Karte. Verlieren wir zwei Lebenspunkte. Das ist in Flora. Ordnung. Muss ich jetzt den? Alle, muss sie alle töten. Ich glaube, den muss ich jetzt erstmal wegkriegen. Wahrscheinlich ja. Das Der war Card ganz, ganz Advantage von schlecht. der Karte ist ziemlich gut. Mist. Gemisster Landdrop. Ja, dann machen wir jetzt hier ratzfatz den Sack zu. Fällt mir Erstmal eine nicht. Handkarte exilen. Das ist mir eigentlich noch relativ. Ja, hast ja genug. Ja, deswegen. Find's lustig, wenn du Land exilst. Einfach vergessen einzuspielen. Ganz so doof bin ich nicht. Na, das glaube ich dir. So, wir müssen erstmal die Katze schwarz machen. Da ist sie. Da ist sie. Die erste Niederlage in Best of Three mit deinem Deck. Ich glaube auch, das Oh, ich ärgert mich glaube, ich jetzt. bleib doch bei Mono Schwarz für die Turniere. Grull ist zwar auch. Nein, ey, Mono Mist. Schwarz ist irgendwie Mist. ziemlich nice. Diese Kombination aus Removal, Opferfähigkeiten, einzelnen Kreaturen, das ist halt alles ziemlich cool. Außerdem ist es halt schwarz. Ich meine, ich sitz hier vorm Computer in einem T-Shirt mit dem Sumpfsymbol drauf, also. Ich kann eigentlich nur Mono Schwarz spielen. Ja, das hier geht wirklich an dich. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Ja! Von wegen ungeschlagen. Ich brauche jetzt ein Land. Das ist unglaublich. Okay. Ich hab ein Land gezogen. Aber Wenn das ich das jetzt Falsche. ungetappt reinbringe, bin ich tot. Aber ich könnte halt dein Board, also alle Zweier, könnte ich wegmachen. It's a Aber ich bin cry einfach of a tot. canarium. Das ist schrecklich. Gerade gucken, kann ich noch irgendwas Grausam. anderes spielen? Aber deine Liste sieht trotzdem ziemlich cool aus. Ich kann nichts spielen, ne? Ich kann nur das hier spielen. Pay to Life. Tja. Oh, ich habe hier Internetprobleme, ne? Also ich könnte noch gewinnen, aber irgendwie macht mein Spiel nichts mehr. Ja. Ja. Netter Versuch. Oh ja, also ich habe den Rin auf der Hand, aber irgendwie macht der Computer nicht mehr mit. Ne, ich kann nichts mehr machen. Hast gewonnen. Danke, Christian, für den Jo. Lost. Nein! Jetzt bin ich Ja, echt komm. traurig, War doch ne? ausgeglichen. Gegen Grull hast du gewonnen. Ja, das stimmt. So, Ach, Mann. und damit beenden wir das Video und viel Spaß beim selber Spielen.